Ja, also guck mal, ich habe jetzt hier ein bisschen, lässt sich ein bisschen eindrücken, ist jetzt eigentlich fast ein bisschen viel, aber ich habe Angst um die Felgen. Viel mehr mache ich nicht, vorne habe ich immer ein bisschen weniger, aber ja gut, man kann natürlich schon so ein paar Sachen dazu sagen, aber viel ist es nicht und man muss da auch keine Wissenschaft draus machen. Ich würde sagen, das erkläre ich euch mal kurz in 2 Minuten. Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Daniel von der Bikeschule Rock My Trail. Wir machen jede Menge YouTube-Videos, ich bin aber auch Vollzeit-Mountainbike-Trainer und wir bieten mit unserem Team in ganz Deutschland Fahrtechnikkurse an und Mountainbike-Reisen. Heute nehme ich mir mal 2 Minuten, um dir zu erklären, wie du den richtigen Reifendruck findest. Da kann man eine Wissenschaft draus machen, muss man aber nicht. Reifendruck ist immer ganz entscheidend, fährst du Tubeless oder fährst du Schlauch? Ich kann dir tatsächlich empfehlen, auf jeden Fall auf Tubeless umzurüsten. Ich fahre Reifen von Schwalbe, da geht das total easy. Was ist der Vorteil? Du kannst geringere Reifendrücke fahren, ohne dass du die Pannensicher halt reduzierst, also mehr Unsicherheit hast, was Pannen angeht. Geringerer Reifendruck, warum? Und wenn man sich vorstellt, ein Reifen hat 2 Funktionen, Grip und Dämpfung. Grip, klar, durch die Stollen, aber vor allem auch, wenn der Reifen sich dem Bodenunebenheit ein bisschen anpassen kann, haben wir eine größere Auflagefläche. Nehmen wir uns jetzt hier mal gerade so ein Steinchen, legen das da hin und ich stelle den Reifen drauf, sehen wir, oh okay, der hat jetzt nur den Stein als Berührungspunkt. Wenn der aber ein bisschen nachgeben kann, seht ihr hier, nimmt er den Stein komplett auf und es kommen mehr Stollen an Boden. Das ist eine gute Sache. Deswegen empfehle ich dir, Reifendruck, ich will gar keine Zahl sagen, aber so zu wählen, dass der Reifen nachgeben kann. Das ist auf jeden Fall unter 2 Bar. Wenn du Tubeless fährst, um kurz darauf zurückzukommen, hast du den Vorteil, dass du dabei jetzt aber nicht den Schlauch irgendwie kaputt machst, weil er sich einquetscht, wenn er irgendwie auf einen harten Stein fährt. Deswegen Tubeless Nummer 1 und der Reifen soll ein bisschen nachgeben können. Meistens ist es so, dass du sagst, du hast schwere Füße, leichte Hände beim Mountainbiken. Dazu verlinke ich dir auch gerade hier nochmal ein Video zur Grundposition. Das heißt, meistens lastet hinten ein bisschen mehr Gewicht drauf. Deswegen habe ich hinten immer etwas mehr Reifendruck als vorne. Vorne der Reifen ist ja auch der führende, also der zuerst zum Beispiel durch eine Kurve fährt. Das heißt, der braucht ein bisschen weniger Reifendruck, um Grip zu haben. Wenn du jetzt den Reifendruck nie änderst, dann hast du ein Problem, weil wenn es matschig ist, brauchst du vielleicht ein bisschen mehr Grip. Wenn du im besonders schnellen, steiligen Gelände unterwegs bist, dann ist es gut, wenn du ein bisschen mehr Reifendruck hast, einfach um die Pannensicherheit zu erhöhen. Okay, Reifen selber ist nochmal das nächste Thema. Mein Reifendruck wähle ich tatsächlich anhand der Reifenbreite. Du hast vielleicht schon mal Fatbikes gesehen. Besonders breite Reifen kannst du mit weniger Luftdruck fahren. Schmale Reifen, Rennradreifen fährt man mit mehr Druck. Es gibt bei Schwalbe den Pressure Prof. Wenn du noch gar keine Idee hast, kannst du da mal reinklicken. Verlinken wir dir in der Videobeschreibung. Mist, nicht geschafft. Verlinken wir in der Videobeschreibung. Ich würde sagen, das war es von mir für heute. Wenn du dich für das Fahrrad interessierst und eigentlich wissen willst, was ich damit für Erfahrungen gemacht habe, ist ein super geiles Rad, das Propane Eugene. Ist das hier verlinkt. Wenn du sagst, wie baue ich eigentlich auf Tubeless um, haben wir hier unten nochmal ein Video für dich verlinkt. Da kannst du den Kanal abonnieren. Nächstes Mal muss ich ein bisschen schneller reden, damit ich es in 2 Minuten schaffe. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich hoffe, du findest den richtigen Reifendruck. Ist immer abhängig vom Gelände. Mach's gut, bis dahin. Ciao.